Für viele Unternehmer dies und jenseits der Oder ist der Fluss mehr Herausforderung und Chance als eine Grenze. Sie verstehen sich dabei nicht nur als Mittler zwischen den verschiedenen Branchen und Kulturen. Allein im östlichen Teil Brandenburgs haben sich inzwischen mehr als 800 Firmen mit polnischen Inhabern oder Gesellschaftern niedergelassen. So wie bei der Fensterwelten GmbH. Der Umzug von der Schubert in die Ziegelstraße ist fast geschafft. Der gelbe 40-Tonner bahnt sich seinen Weg über holpriges Gelände und bringt die erste Ware. Hier sollen künftig Fenster, Türen und Rollladen zwischengelagert werden, bevor sie zum Kunden gelangen. Die Auswahl an Fenstern, die der kleine Häuslebauer, aber auch der Großkunde bei der Fensterwelten GmbH erwerben kann, ist riesig. Beim Entscheiden helfen die Fachleute. Hergestellt werden die Fenster in Polen. Vertrieb und Verkauf sind in Frankfurt oder zu Hause. Aufträge kommen zu 90% online rein. Wir suchen in Polen ganz spezielle Werke aus, die nach den deutschen Standards produzieren, wo die Preise günstig sind bzw. auch auf die Qualität geachtet wird. Bei Fensterwelten hat der Kunde die Qual der Wahl. Das Unternehmen bietet seine Produkte ohne Zwischenhändler an und arbeitet mit zertifizierten Markenfirmen wie Gealan, Weka, Schüco und Aluplast zusammen. Eine Zusammenarbeit, die seit 2011 währt. Wir können über unsere Grenzen hinaus, wie jetzt in dem Falle mit den polnischen Firmen, eine sehr gute Zusammenarbeit aufbauen, die natürlich auf jahrelange Zusammenarbeit beruht. Und die Möglichkeiten für die EU allgemein ist, dass wir die internationalen Beziehungen, die wir aufgebaut haben, für unsere Kunden in Deutschland bereitstellen können oder ausweiten können. Detlef Kronitz ist einer von drei Geschäftsführern. Gemeinsam mit Adam Ciolkowski und Marcel Niemsch beweisen die Männer seit 2014, wie gut die Zusammenarbeit über die Grenze hinaus funktioniert. Der Fluss ist für das deutsch-polnische Team nur noch eine geografische Grenze, wenngleich es auch Kritik gibt. Ganz aktuell im Moment die neue Datenschutzverordnung nicht nur uns Probleme macht, auch den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, Probleme macht, dass die Umsetzung natürlich sehr aktuell ist und sehr konsequent durchgezogen werden muss. Aber im Zuge der strikten Einhaltung und Anordnung der Datenschutzrichtlinien nicht nur für uns, auch für den Endverbraucher, also für den Kunden, Probleme aufweist. Viele Kilometer haben die polnischen Fahrer, seit sie das Werk verlassen haben, hinter sich gebracht. Jetzt muss noch abgeladen werden. Dann geht es die 800 Kilometer wieder zurück. Die nächste Tour ist schon morgen, diesmal nach Stuttgart.